Ja, hallo. Hallo? Hallo, schönen Tag. Mein Name ist Marcel von NMV Osnabrück-Möhl. Herrn Zukow hätte ich gern gesprochen, bitte. Dimitri Zukow. Ja, einen Moment bitte. Dimitri, das ist Telefon für dich. Nee, du weißt nicht, komm mal bitte. Hallo, Schukow, wer ist da bitte? Schönen Tag, mein Name ist Marcel von Nick Medien Vertriebsunion Osnabrück-Möhl. Sind Sie Herr Dimitri Zukow? Ja, Schukow, hallo. Von was sind Sie Ja. bitte? Nick Medien Vertriebsunion Osnabrück-Möhl. Marcel ist mein Name. Was ist das? Grund meines Anrufs ist folgender, Herr Zukow. Ja. Sie waren ja mal, vor kurzem haben Sie eine Befragung mitgemacht. Sie haben sich also bei einer kleinen Befragung beteiligt. Sie haben was ausgefüllt. Wir wollten heute uns mal herzlich für Ihre Teilnahme bedanken. Und weil dies nicht mehr selbstverständlich ist, machen wir das nicht nur mit leeren Worten, sondern mit einem tollen Überraschungspaket als Dankeschön. Da Oh. wir verschiedene Pakete haben, ja, ist das Einzige, was ich dafür von Ihnen brauche, eine beliebige Zahl von 1 bis 10. Haben Sie eine Glückszahl? Es gibt ja, man sagt, ja, Statistik werden den Menschen immer 7 sagen, aber ich sage 5. 5, okay. Gut, die 5 gebe ich mal so für Sie ein und drücke Ihnen natürlich ganz fest die Daumen. Schauen wir mal, was vom Überraschungspaket rauskommt, Herr Zukow. Ja, Sie haben Glück, Herr Zukow, denn Sie bekommen mit dem Paket sogar gleich zwei Sachen. Zum Oh. einen erhalten Sie heute von uns zwei Reisegutscheine von jeweils 100 € geschenkt. Also Wow. ein Gesamtwert von 200 € gehört schon Ihnen. Glückwunsch. Krass. Danke. Ja, die Gutscheine sind voll verrechenbar, müssen keinen Mindestreisepreis erreichen oder irgendein bestimmtes Reiseziel haben, egal ob Ja. Sie Kreuzfahrt machen Und oder Mittelmeerreise. ist das jetzt Ich für Hotel, für Bus, für Bahn, Flugzeug oder für was ist das bitte? Das können Sie überall einlösen, Geil. also für den Flug, nein, für die Reise. Also die Gutscheine sind 3 Jahre gültig, Sie können es auch weiter verschenken und Sie können es Krass. einlösen bei 150 Reiseanbietern wie Neckermann, TUI oder Altus. Geil. Und Sie haben auch eine Terminvorgabe. Ja, die Reisegutscheine schicke ich dann an die Adresse Heimstraße 67 25997 Hörnum. Was heißt Das ist voll. Zeitvorgabe? Was haben Sie gerade gesagt, haben die? Also Sie haben keine Terminvorgabe. Ach so. Sie müssen ja nicht gleich von heute auf morgen Ihre Koffer packen und reisen. Das gilt auch 3 Jahre gilt das. Und die Adresse ist richtig, ne? Heimstraße 67 25997 Hörnum. Ja, das ist korrekt. Korrekt, okay. Ja. Herr Zukunft, und da zum Reisen auch typischerweise mal was zum Entspannen gehört, legen wir sogar noch einen drauf und lassen Sie über unseren Sponsor mal 12 Monate Ihre Lieblingsmagazin testen. Aber Achtung, da zahlen Sie Krass. nur 9 Monate, 3 Monate bekommen Sie Warte von uns geschenkt. Also es ist kostenlos, mal. aber 12 Monate lesen und nur 9 Monate zahlen Sie. Haben Sie nicht gerade gesagt, ich habe gewonnen, jetzt soll ich Geld bezahlen? Nein, aber das ist hiermit verbunden. Es gibt hier sehr günstige Zeitschriften, da ist der Preis Können von wir der dann Zeitschrift nichts da. schnell die Ja. Nummer ändern? Können Sie doch Nummer 7 statt 5 nehmen? Ja, das geht aber leider nicht mehr. Ich habe den Paket aufgemacht. Haben Sie Interesse zum Beispiel an Fußball? Fußball ist nicht so mein Ding. Da ist Ja, mal, und. mein Bruder ist bei Fußball gestorben, will ich nicht mehr leben, Fußball. Oh, ja, mein Herz ist dabei, nein. Ja, das war eine große Schlacht, der ist ehrenvoll gestorben. War es nichts mehr für mich. Oh, oh, schade. Ja. Automotor, Motorsport, Auto, Fernsehzeitschriften haben wir sehr günstig. Und na, was haben Sie was mit Muckibude für Fitnesstraining? Fitnesstraining. Fitness, muss ich selber reinschauen. Also direkt Fitnesszeitschrift haben wir nicht, aber ich schau mal beim Haben Sie Sport. was? Haben Sie was mit Haustieren? Stachelschwein und sowas? Haustiere. Ja, haben Sie sowas? Für Pitbull Muss und ich schauen. Bären? Über Tiere. Sonstiges, schau ich mal. Von welcher Firma rufen Sie jetzt eigentlich an? Ich bin total verwirrt. Ach so, ja, Nick Medien.
und sie geben mir das jetzt, weil ich habe mal bei Edeka eine Umfrage mitgemacht oder was? Ja, sie haben beim Internet oder Zeitung oder beim Arztpraxis haben sie vielleicht was ausgefüllt. Ich hat mein Doktor meine Daten weiterverkaufen? Blöd. Ich schau mal, also über Haustiere haben wir leider auch nicht. Aber haben Sie Interesse an Auto, Motorrad? Motorrad ist auch nicht schlecht. Ja, dann schauen wir mal. Haben Sie die Fanmagazin von Hell's Angel? Das Angel Today. Schau mal. Moment, Auto, Motorrad. Schau ich mal. Ja, wir haben zum Beispiel Autobild da. Das würde sie für 3 Monate insgesamt 27,41 Euro kosten. Und das ist von Hell's Angel, ist das die Magazin? Also ich lese Ihnen mal, was da drin steht. Jede Woche Infos über die wichtigsten Trends und Neuigkeiten. Also über die Autos, Fahrberichte und Leser, ja. Praktische Entscheidungshilfe für den Kauf. Oh, das ist ja krass, das finde ich gut, dass Hell's Angel das so anbieten. Und dann sind da auch so Termine drin, wo kann man bei Clubhouse kommen, wo kann man gucken oder mit so Foto Love Story und Starschnitt von Präsidenten und so. Ist das da auch mit drinnen? Wie heißt das nochmal? Hell's Angels. Angels? Hell's Angel. Kennen Sie nicht Hell's Angel? Nein, ist mir nicht bekannt. Ach so. Ja, ich mal, können Sie mal kurz Chef fragen? Soll ich Ihnen buchstabieren? Ja, bitte. Heinrich, Emil, Ludwig, Siegfried. Heinrich, Emil. Ja, Ludwig. Ja. Dann Siegfried. Und dann als neues Wort Angela. Hells Angela, Angela, okay. Ja, können Sie mal Chef fragen, ob man hat, wenn Sie Magazin von denen? Ja, Momentchen bitte, ich frage das mal. Ich habe noch Schulung, deswegen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vielen Dank. Momentchen, ich frage für Sie ganz kurz. Ne? Ja, vielen Dank. Ja, Dimitri muss mal wieder zu Clubtreffen bei Hells Angel gehen. Und sie hat Hells Angela aufgeschrieben. Blöd. Also direkt Hells Angels haben wir nicht da, aber was für Inhalt ist das? Also was ist da drin? Ja, die haben so von den Motorrädern, weil die haben ja so Custom Paint Job und Berichte von Ausfahrten und so neueste Ich hasse Bandito, ich hasse Mongol und dann halt so Fotostrecke von Clubhaus und Straßenschlachten. Also ich habe zum Beispiel einmal Motorsport aktuell da über Motorräder. Das ist an der Rennstrecke nach dem Rennen zum Wochenende bietet Europas schnellste Motorsportzeitung als einzige und das ist also mehr über Motorräder, ne? Motorrennsport. Ja, und es ist aber nichts mit Club oder was? Mit Club? Ja, Motorradclub. Ah, das ist eine Motorsportzeitung. Ja, und ist da auch was drin von Hell's Angel oder nicht? Ich schau mal, was da drin steht. Also ja, können Sie... Aktuell. Ganz nah an der Rennstrecke nach dem Rennen von Wochenende bietet Europas schnellste Motorsportzeitung Zeitung als einzige schon am Dienstag danach alles. Können Sie mir einmal eine Leseprobe machen? Ich werde zuhören, dass Sie einmal eine Seite vorlesen, da kann ich gucken, ist es gut für mich, weil muss ich ja auch verstehen. Also das ist mehr ein Motorsportzeitung, Motorrennsport, Rennberichte international. Ja, können Sie einmal so einen Rennbericht bitte vorlesen? Das habe ich leider nicht. Ich sehe hier nur, was der Zeitschrift beinhaltet. Der Zeitschrift, okay. Das Motorsport klingt nicht aktuell. Gut. Haben Sie was für Baustelle zu Hause, so Garten oder Auto? Ah ja, das haben wir auch. Moment. Also, Garten. Ja, weil irgendwo, weißt du, wenn du vom Clubhaus nach Hause kommst, irgendwo musst du die Leute ja vergraben. Das ist ja vielleicht dieser Tipp, wie kann man gute Loch machen, wie kann man gut verstärken.
Haben Sie den Problem auch schon mal gehabt? Garten? Da. Moment. Ist Ihr Computer heute sehr langsam? Nein, ich bin langsam. Oh. Das ist mein erster Tag, ich habe Schulung. Erster Tag bei Callcenter? Ja. Oh, wo ist Callcenter? Also Natur haben wir zum Beispiel, da ist auch sehr günstig. Wo ist denn, sagen, Garten. Wo ist denn euer Callcenter, Mamuschka? Hallo? Im Böckmühl sind wir, aus Böckmühl melde ich mich. Hallo? Also Natur, schau ich mal, Möckmühl legen wir an. Was für ein Ding? Natur. Natur, Natur, Natur. Hallo, schönen guten Tag, Krause ist vom Apparat von LMV aus Böckmühl. Herr Schoßdorf. Hallo? Natur. Das ist gerade sehr, sehr, sehr laut geworden bei Ihnen. Momentchen bitte. Ja, das Moment, ist ja, okay. Über 200 Zeitschriften hier. 200? Entschuldigung, ich bin aber langsam. Ja, das ist in Ordnung. 200 Zeitschriften da. Habe Sie auch Zeitungen von Indien? Moment bitte. Ja. Alle, drück mal hier. Drücken, musst du da drücken. Da musst du. Ja. Also, ich habe einmal die Natur, das ist Zeitschrift für Menschen, denen eine nachhaltige und ressourcenschonende Lebensweise wichtig ist. Was bitte? Das ist mehr auch Natur, Garten und also in die globalen Zusammenhänge zwischen Mensch, Natur und Technik. Ja, ist, und das wäre für 3 Monate 17,85 € Herstellerpreis. Ja, habe Sie auch eine Zeitung über Indien, das Land Indien, mit Kalkutta und Bombay? Da schaue ich mal, ob wir Deo haben, Moment. Deo? Ja, das kann man immer gebrauchen. Habe Sie auch Führerschein für Deo-Roller? Also, hallo? Ich habe einmal nach Kategorien Computer. Ja. Wild- und Hund-Hobbys. Moment, habe ich was gefunden für Sie. Wild- und Hunde-Hobby? Ja, Wild und Hund heißt der Zeitschrift. Ist das Deutschland von größte Jagdmagazin. Der Name steht für seriösen Jagdorganismus, profunde Informationen und Unterhaltung. Steht da auch was drin über Meerschweinchen, wenn die so auf Jagd gehen? Weil die wollen ja immer Meerschweinchen jagen. Das ist aber nur über die Hunde. Es ist doch Jagen. Bei Jagd geht man immer Meerschweinler jagen. Das ist allgemeine Jagdmagazin-Zeitschrift, ne? Aber nur über Hunden? Also ich lese Ihnen mal vor, was der beinhaltet, der Zeitschrift. Ja, bitte. Das ist Jagdmagazin. Ja. Der Name steht für seriösen Jagdjournalismus, profunde Informationen und Unterhaltung mit Stil. Ja. Das ist sehr gut. Und was würde das kosten? Also das ist für ein Vierteljahr, für 3 Monate Herstellerpreis 31,20 € insgesamt. Aber das ist der Preis für 3 Monate, ne, Herr Zuckow? Ja, aber haben Sie nicht gesagt, dass ich das ein ganzes Jahr bekomme? Nein, nein. Also die 3 Monate sind kostenfrei. Und das zahlen Sie, die 31,20 € zahlen Sie 3 Monate zahlen Sie das. Sie haben doch eben gesagt, ich zahle das 3-mal. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Also das ist die Preis für 3 Monate, insgesamt 31,20 €. 3 Monate bekommen Sie von uns kostenfrei. Also die 31,20 € mal 3. Das sind ja 9 Monate, die Sie zahlen. Ach so, jetzt habe ich das verstanden. Also jetzt habe ich das verstanden. Aber können wir da nicht einfach einen Reisegutschein wegnehmen und dass Sie mir nur einen Gutschein schicken? Weil das 100 Euro ist ja viel Geld für einen kleinen Russen. Nein, das geht leider nicht. Reisegutscheine können wir hier nicht abziehen, das ist für Reise. Ich verstehe. Dann haben Sie aber 200 Euro haben Sie plus in der Tasche. Nee. Das ist für Reise. Wie viel ist so ein Gutschein? 100 Euro? 200 Euro.
Das können wir hier nicht abziehen, nein, leider. Nein, nein, wie aber viel? Blöd, wie viel ist so ein Gutschein? Ist 100 Euro ein Gutschein? Nein, nein, ja, Sie haben zwei Reisegutscheine, jeweils 100 Euro. Also das ist insgesamt 200 Euro, was Sie bei der Reise einlösen können. Also das sparen Sie mal 200 Euro bei der Reise. Ja, kann das man, bekommen Sie von uns geschenkt. Ja, kann man das Barauszahlung machen? Ja, das wird aber einmal abgebucht, ne? Möchten Sie die Zeitschrift Wild und Hund? Ne, ich weiß nicht, das ist, weiß nicht, wenn das ist nur wegen Hunden, dann interessiert mich das nicht so. Ah, was kann ich noch für Sie anbieten? Haben Sie was also, für, mit Reise für Inder? Reise, Moment. Ja. Ja, das wäre schon schön, wenn ich da mal wieder was machen könnte. Haben Sie Interesse an Yacht? Eine Yacht? Ich habe mal früher so ein Boot gehabt, so ein kleines. Da sind wir damals über den Ärmelkanal, als wir England erobern wollten. Also, die Zeitschrift Yacht ist Europas größtes Segelmagazin, informiert und umfassend über Testtechnik, Seemannschaft, Reviere, Bootsmarkt und Messen. Und das würde Sie für 3 Monate 27,63 Euro kosten. Was ist denn die teuerste Zeitschrift, den Sie haben? Nur mal aus Interesse. Teuerste sind die Wirtschafts-, zum Beispiel Fokus. Das sind die teuersten. Also haben, das ist aber mehr Wirtschaft, Ökonomie ist das, ne? Ja, mehr. Haben Sie bei Wirtschaft, Ökonomie, haben Sie Nordkorea aktuell? Nordkorea aktuell, Moment, da schaue ich mal. Ja, bitte. Das haben wir leider direkt nicht. No, kennen Sie Nordkorea? Handelsblatt haben wir. Das ist für 3 Monate 195 Euro Herstellerpreis, für 3 Monate. Ist das ein sehr großes Heft, wenn das so viel Geld kostet? Also Handelsblatt steht für exklusive Inhalte, Interviews, Kommentare und Hintergrundinformationen aus der Welt der Wirtschaft. Als erstes Wirtschaftsmedium berichtet das Handelsblatt über alle wichtigen Personalien aus Firmen, Banken und der Politik. Ah, das ist sehr gut, aber das glaube ich, was ist das günstigste, was Sie haben? Ja, möchten Sie vielleicht TV Movie? 26,65 Euro Fernsehzeitschrift. Kann kein Fernsehen mehr gucken. Internet, Medien, ist habe, da drin, DVD. Habe Sie Verbraucherschutzmagazin? Test heißt es, glaube ich. Weil ich werde immer von Leuten am Telefon belästigt. Vielleicht können die mir da helfen mit dem Magazin. Verbraucherschutzmagazin? Ja. Das direkt haben wir nicht, nein. Nicht? Haben wir leider nicht. Weil das habe ich neulich mal bei... Ich habe das neulich mal bei Kiosk gesehen, aber da ist es ausverkauft gewesen. Und da dachte ich, vielleicht können Sie mal gucken. Haben wir leider nicht. Weil Sie haben so viele Sachen. Das Unterwasser. Unter Wasser? Man kann den Computer nicht unter Wasser machen, da wird es kaputt gehen. Bitte nicht wieder machen. Unter Wasser? Nein, stopp. Es ist Ihr erster Tag, richtig? Ja, aber Sie dürfen den Computer nicht ins Wasser reinmachen. Das ist nicht in Ordnung. Nein, Zeitschrift heißt unter Wasser. Ach so, ich dachte, Sie wolle den Computer bei Wasser reinmachen. Nein, um Gottes Willen. Ja, weil sowas können Sie ja nicht einfach machen. Also, das kostet, weil Sie fragten nach günstigen Zeitschriften. Ja. Habe ich Ihnen einmal TV Movie empfohlen, aber Fernsehzeitschrift möchten Sie nicht. Natur möchten Sie nicht. Das sind die günstigsten Zeitschriften, was wir haben. Ja. Unterwasser zum Beispiel. Wäre das interessant für Sie? Das wäre für 3 Monate der Preis 15,72 Euro nur. Geht das da ums Tauchen? Ja, das ist ein Tauchmagazin, bringt eine neue Dimension für den Taucher. Die schönsten Tauchziele sind drin und die besten Unterwasserfotos. Und das sehr ist sehr gut. Günstig ist für das 3 Monate 15,72 Euro. Also das ist für Taucher gemacht, ja? Genau, das ist ein Tauchermagazin. Sind denn Seiten dann auch schon laminiert oder muss ich das selber machen? Hallo? Also das sind auch die besten Unterwasserfotos.
Ja, ne, der Heft selber, weil sonst wird es ja kaputt gehen, wenn ich das mitnehme. Wie geht das kaputt? Ja, wegen Wasser. Das muss ja Folie drum sein, wenn man das zu tauchen mitnehmen soll. Herr Zukow, seien Sie mal ehrlich, möchten Sie eine günstige Zeitschrift haben oder nicht? Darf ich Sie eine Frage geben? Ja, bitte. Warum werden Sie bei so einer Firma arbeiten? Das ist, was Sie machen. Was Sie machen, ist illegal. Nein, aber Sie wissen ja gar nicht, in welche Richtung Sie Interesse haben überhaupt. Ich weiß, dass ich Interesse also, habe. Gib mal, ich habe Interesse, nicht abgezockt zu werden. Sie dürfen nach deutschen Gesetzen, dürfen Sie nicht einfach bei mir anrufen und mir Zeitung andrehen. Das ist illegal. Blöd. Das ist nein, um Gottes Willen, ich bin doch hier kein Verkäufer. Nein, natürlich nicht. Sie geben mir billige Reisegutscheine, da haben Sie Stapel mit 10.000 Stück. Ist doch egal, ob ich jetzt 1 oder 10 gesagt hätte, Sie hätten immer mit Zeitschrift gekommen. Das ist nur Trick, um alte Leute reinzulegen. Schon wie den Herrn Maulwurf. Haben Sie eigentlich gar nicht gemerkt, dass Sie mit 4 verschiedenen Leuten gesprochen haben? Möchten Sie eine Zeitschrift oder nicht? Jetzt muss ich aber weiterarbeiten hier. Ja, können Sie sich dann bitte eine ordentliche Arbeit suchen? Schon Verkäufer oder ja, schon was? Ja, Herr Zukow, ich muss das Gespräch beenden, ja? Ja, suchen Sie sich bitte eine ordentliche Arbeit, bevor Sie noch verhaftet werden. Okay, werde ich mir einen neuen Job suchen, ja? Tschüss, ja, viel Spaß dabei.